bin kein Mensch. Ich bin ein Objekt. Endlich ist das passende Wort für mich gefunden. Papa Oberzwerg, komm zu mir. Der Mama ja Garten ist das, gell? Ich muss leider sagen, dass ich zum Beispiel die ganze Öffentlichkeitsarbeit am wenigsten mag an dem Beruf. Okay. Muss ich leider, das gehört halt irgendwie dazu. Ja. Aber viel Gartenzeug auch für Papa. Und da fällt mir der Wald in Florian, weil früher ist sie in den Wald gegangen. Sitzt sie in der so kann man es natürlich auch sehen. Ja, wir sind da im Literaturgarten in St. Florian, von deiner Mama gestaltet. Also die Sprüche meiner Mama sind auch so bis 10 Halbseiten. Welches Zitat aus einer Rolle würdest du sagen, würde da reinpassen? Das Leben ist kurz und wir sind im Wurst. Wir sind diesen Symphoniewanderweg gegangen von Anton Bruckner. Eigentlich von der Geburtsstätte bis zum Grab. Ne? Ihr habt da lange Zeit gewohnt? Da hinten aus, immer in die Richtung haben wir gewohnt. Ah, da in die Richtung. Sieht man es sogar, oder? Nein. 3 Kilometer. Noch weiter? 3 Kilometer. Also wirklich nur mal über den Berg drüber? Ja, genau. Okay. Und jetzt nach Linz zurück, die Kinder aus dem Haus. Und was verbindet die, Marie-Louise, mit dem Zurückkommen nach St. Florian? Wir waren früher fleißige Kirchengeher, auch für Kinder oder Ministranten oder ich war bei den Goldhaumfrauen, so Goldhaummädchen. Und zum Beispiel dieses Stift, wenn ich reinfahre nach St. Florian, das ist einfach immer so ein großes Durchatmen. Dann weiß ich, ich bin eine Woche da und ich bin in der Ruhe und in der Einschicht. Sie ist oft heimgekommen von Wien, außer im Wald und hat dort gurgelnd ihre Stimmübungen. Und ihre Lautübungen gemacht. Einen Ort, wo man einfach so laut sein kann, wie man will, weil das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt in Wien, dass ich mal schreie oder irgendwie. Ja. Weil du natürlich ständig in deine 50 Quadratmeter auf Rücksicht gepolt bist. Also das ist schon das Landleben, kannst du dir vorstellen, dass du wieder mal bei uns selber vielleicht ja, einmal... Ja, unbedingt, das ist eigentlich... ist der Plan, oder? Ist der Plan eigentlich. Ja. Das waren die Jahre, wo die Kinder groß geworden sind. Ich werde immer Florianer bleiben, aber wir haben halt jetzt dann gesagt, wir machen uns ein wenig kleiner zusammen und gehen in einer nächsten Phase des Lebens nach Linz. Wenn ich in Unruhen schlafe oder so als Beruhigung, dann gehe ich wirklich so im Kopf diese ganzen Orte ab. Mhm. Eben die alten Räumlichkeiten. Und das ist ja das Schöne in Florian, dass du fast in der Stadt bist. Ein Hupfer rein nach Linz und auch mitten am Land in einer großen traditionellen Agrikultur. Ne? Richtiges Kernkulturland Oberösterreichs. Ne? Mich beruhigt der Acker, mich beruhigt der Wald und einfach die Stille, auch wenn die Autobahn immer ein bisschen wummert, aber ich mag das einfach so ziellos gehen zu können, die Feldwege. Und im schlimmsten Fall trifft man einen Bauern, aber sonst ist man in Ruhe gelassen. Das ist typisch, ziellos zu gehen. Ziellos. Ist es in der Familie Stockinger so ein bisschen so das Öffentlichkeitsgehen, was da durchschlägt? Papa, sehr lange Berufspolitiker und jetzt Generaldirektor von der Oberösterreichischen Versicherung. Du in sehr jungen Jahren schon sehr bekannt und eine große Karriere hingelegt. In 2 Nächten werden wir alle sehen, den Film Maria Therese, wo du auch die Maria Therese spürst. In wie vielen Ländern hast du gesagt? Wo der hin jetzt überall verkauft wird. Damit beschäftige ich mich nicht, weil das macht mir eher Stress als Freude. Wie bereitet man sich davor? Hast du darüber eingelesen? Historische Schmöcke? Also natürlich habe ich die Biografien und Zeitzeugnisse und Briefe und Kritzeleien, was es von ihr gibt, gelesen. Aber im Endeffekt, ich kann ja nicht, wenn ich jetzt nur die Fakten spüre, dann bleibt das eben die tote Materie. Den einzigen Annäherungspunkt oder Winkel, den ich einschlagen kann, ist, dass die so alt war wie ich jetzt bin und in einer außergewöhnlichen Situation war. Ich war so ein Asia-Fan. Da gibt es diese im Hofdepot Möbelmuseum in Wien. Die hat so ein totales Faible für so Asia-Design gehabt. Die hat sich total viel so dann Ziervögel und Zierbäumchen und diese grazilen Stühlchen machen lassen. Und natürlich habe ich ein paar Sachen, die bleiben einfach im Kopf, dass ich irgendwo gelesen habe, dass sie als junges Mädchen
eine ausgezeichnete Schauspielerin gewesen sein muss. Mhm. Und sowas finde ich dann spannend, wenn man sich denkt, sie war dann die oberste Regisseurin im Hofburgtheater. Es kann natürlich sein, dass du jetzt total berühmt wirst dann. Ja, dann müssen sie sich was überlegen, weil, weil Öffentlichkeitspublicity zeigt, das mache ich ja sehr ungern. Was irgendwie ein bisschen paradox ist, weil wir es dann irgendwie unseren Beruf ausgesucht haben, wo das eine Prämisse ist. Es war für mich dann der Wechsel von der Politik in die Wirtschaft eines der angenehmsten Dinge, nicht mehr so in der Öffentlichkeit zu stehen, nicht mehr so funktionieren zu müssen, ein Wochenende zu haben, wo man mal wirklich bei der Familie sein kann, was ich jahrelang nicht gehabt habe. Insofern bin ich ja besonders glücklich und stolz, dass die vier Kinder alle tolle Menschen geworden sind. Verdienst meiner Frau, der Mama. Mehr, weil ich war nicht daheim. Okay. Aber du stehst auf der Bühne, ne? Und dann, ja, das denke ich mal, Politik ist ja auch Bühne. Ja, aber das ist irgendwie das ganz Komische, weil sobald ich auf der Bühne bin, das ist der sicherste Ort für mich. Wirklich? Ja, weil das ist einfach, da gibt es ganz klare Regeln. Und ich weiß einfach, eben letztens, ich habe gerade Premiere gehabt in Wien am Burgtheater. Und dann meinte der Regisseur auch, wird eine öffentliche Voraufführung. Und meinte, bei dir ist das ganz erstaunlich. Sobald Publikum da ist, bist du wie verwandelt. Bist du viel sicherer, größer, weil das dann ganz klar für mich ein Spiel ist. Ich bin verlobt. Ich brauche das, dass ich immer wieder, dass ich über mich überrascht bin. Weil, also, wie zum Beispiel das erste Jahr studiert habe im Schauspiel, kam ich nur innen, bin ich zwischen Mama und Papa im Bett gelegen und habe gesagt, ich kann das nicht, ich will das nicht. Dann habe ich gesagt, du Marie, du bist nicht gezwungen, du hast dir das ausgesucht. Mhm. Ich wollte eigentlich nie Schauspielerin werden. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich war in meinem Studium, wie ich dann Schauspiel zu studieren angefangen habe, es war ganz naiv irgendwie, dass man dachte, ich möchte irgendwas Außergewöhnliches machen. Mhm. Ich habe mich gewundert, wie viele Ängste Schauspieler durchleben müssen. Existenzängste, Unsicherheiten. Als Politiker würdest du das nicht schaffen. Nee, das ist eh für einen Schauspieler schon. Du hast andere Ängste mit. Naja, da musst stärker drüber gehen. Das war schon ein Kick. Ne? Ja, aber ein Kick ist schon, Kick, oder? Das ist so, wie wenn du auf der Bühne stehst. Politik ist ein Kick. Ja, aber ob es da noch einen größeren Mehrwert gibt, dass den Kick, dass du halt wirklich denkst, mal habe ich was. Na, erstens kannst du was verändern, ja, sagen alle. Aber, ja, aber man kann sie nicht verändern, ist, es geht ja so schwer, oder? Aber das wirkliche ist so Ding ist, dass in der Früh was ausbricht, ne? Ja. Und du musst das relativ schnell gut machen. Das handeln. Ist der Kick, aber du machst dann halt eher so eine Chirurgenarbeit. Ja. Ja, weil das kostet von einem Chirurgen auch. Ich glaube, das hat der Chirurg auch diesen Kick. Diesen, was er ich muss jetzt ich ganz kann schnell. Heute in der Wirtschaft sagen, wir, bei uns ein Problem ist, das entscheide ich, wenn wir es lösen. Ne? Ja. In der Politik kann ich nicht. Und muss dann vor den Medien, vor der Öffentlichkeit, die diese Lösung vertreten. Und sowas gut hinbringen, das ist eigentlich das, was der Adrenalin gibt und was dir auch ein positiver also Flow ist, was du das kannst. Aber das war zum Beispiel bei den Kindern, vier Kinder. Papa nicht daheim, Politik in der Schule, die Leute glauben, oder die Schulkollegen glauben, die kriegen alles geschenkt, weil sie Politikerkind sind. War das schon so? Echt? Ja. Und wir haben bewusst uns ausgemacht, wir halten die Kinder eher kurz, kriegen nicht immer alles, haben viele andere Dinge mehr gehabt. Was ich ganz klar sagen kann, ist, dass ich etwas anderes machen wollte als du. Und das halt eher so ein bisschen nicht aus deinem Schatten treten wollte, aber eben nicht immer als Referenz. Stelle. Ja, ich arbeiten muss. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Die Familie als Wurzel, als Kraft, das ist bei euch ja schon da mit den Geschwistern. Ja, das ist aber das ist so, zum Beispiel, das ist für mich so spannend. Zum Beispiel der Papa ist der älteste von fünf Kindern und zum Beispiel der Esstisch immer das Zentrum irgendwie. Dass das jetzt bei uns auch genauso ist. Also wichtigster Raum oder Ort ist der Esstisch. Und für mich ist das immer eine große Verletzung oder Kränkung, wenn nicht alle sechs zu Hause sind. Was für mich eine ganz andere Wertigkeit hat, dieses Zuhause sein. Das ist halt schon das Große, das hat man geschenkt, das man dann hat, dass ich ja sehr oft auch weiß, oder diese Ausrede habe, dass mir mein Beruf ein bisschen unerträglich oder eben unruhig macht. Und dann aber dieses Glück zu wissen, die halten mich schon aus. Dass man halt immer weiß, wir werden streiten, wir werden uns anschreien, aber auswählen werden sie mich. Ich werde dann halt immer mehr wie der Papa, dass ich dann total
wütend und narrisch werde, wenn wir dann alle zu sechs sind und dann ist die Stimmung nicht perfekt, weil da haben wir früher meinen Papa immer geleitet und haben gesagt, ja, du Harmoniesüchtler, du. Ja. Und ich merke das jetzt selber so, wie wenn man halt, weil das merkt, der Papa hat wenig Zeit mit uns gehabt. Und dann genau, wird man dann da genau gestritten. Ja, genau, genau, dann, ja, ja, dann ist man, und so werde ich jetzt auch ein bisschen. Ja. Und ich habe als letzte Woche wieder gedacht, nach der Premiere, wo wir natürlich immer alle sind. Ja, ja, nachher. Mit Fiebern und dann, dass die anderen Geschwister nicht eifersüchtig sind auf ihren Erfolg. Aber weil sie wissen, was der Erfolg an Einsatz, an Arbeit, auch oft an Einsamkeit, an Zweifel, an Ängsten bedeutet. Zum Beispiel, ich brauche so die kleinste Einheit. Die Nullerlinie an Ende des, oder die Sinuskurve an Vertrauen, Geborgenheit. Und nein, mein Papa, da kann ich mir keine Kritik abholen. Das ist immer, der kennt mich so gut, dass er immer Puffer spielt. Zum Beispiel mit ganzen Kollegen, die ich habe, vor allem mit deutschen Kollegen, die dann immer so total überrascht sind von meiner Familie, wie ich schon fast zu sehr wir miteinander verbunden sind, dass schon fast ein bisschen so symbiotische Beziehungen sind. Muss ich mal sagen, bei euch ihr erzählt euch ja alles. Die Gefahr dabei ist, dass man sich extrem schnell selber auch einsteigert. Wenn die Marie sagt, das und das ist ein großes Problem und passiert. Und dann stehe ich oft fest, dass am nächsten Tag bei ihr das alles wieder anders ist. Nur ich habe eine ganze Nacht nicht schlafen können. Das ist aber so. Ja. Und wir freuen uns unheimlich darüber, dass der Fluchtort oder der letzte Fluchtort der Marie. Papa, rufen und Sudan. So, und nicht Mama, Papa? Nein, Papa, ja. Papa und Sudan. Mhm. Der Papa das sagt dann einmal, gut, passt, vielen Dank für den Anruf. Und bei der Mama ist dann halt so, dann hänge ich 3 Stunden und kriege irgendwelche homöopathischen Tipps. Das Heimkommen ist. Ja, ja, oder auch wieder der Fliehen davon. Dann kannst du das so weiterschicken. Wandern, Sport, Ausgleich. Das ist total Marie wichtig. Mhm. Ich gehe laufen, aber, Nicht so, ich so bin gesegnet damit, dass ich jetzt noch nicht irgendwelche chronischen. Nein, aber ich denke mir, dass, ja, aber das Laufen reicht. Nein, und auch eben dieses Vorstellungen spielen oder Proben, das hält mich eher fit. Ja. Zum Beispiel nach meinem ersten Jahr in der Burg war ich ziemlich eingespannt und habe mir dann überlegt, dass ich gerne schweigen würde. 10 Tage und bin dann eben auf so ein Schweigeseminar in einem Kloster ins Mühlviertel gegangen. Und da nach Bad Mühlacken. War das lässig? Das war total super. Also ich war so überrascht, weil viele Menschen haben davor so Angst, weil sie denken, da werden dann irgendwelche Sachen in ihnen losgetreten, irgendwelche Ängste oder irgendwie Gedanken schleifen, denen sie nicht entkommen. Und es wird aber viel ruhiger in einem, weil es eher überrascht, wie einfach alles ist. Und da wird auch dieses Gehen, einfach dieses Gehen und Laufen und allein gehen vor allem für mich entdeckt. Ich kriege von dir und von den Kindern und auch von meiner Frau Zuspruch zur Bewegung. Immer geschimpft, dass ich Zwänge mache und Zuspruch. Oder sind wir unterschiedlich? Das ist ja der Grund, warum ich sage, du bist konsequenter als ich. Nur in den einen Dingen, in den anderen wieder weniger. Ja. Und muss man als Schauspielerin sehr diszipliniert leben? Weil man stellt sich so vor, die haben eher so ein ausschweifendes Leben. Ich kriege zum Beispiel kräftemäßig nicht hin. Ausschweifendes Leben. Du hättest ja gar keine Zeit. Ja, aber Zeit findet man glaube ich immer. Aber, ja. Aber dann, ich mag das nicht, wenn ich irgendwie nicht klar bin im Kopf. Genau, weil ist man am nächsten Tag, finde ich, ist man ja dann ja, nicht man wirklich fit. Ja, ich finde auch irgendwie, das klingt immer so spießig, aber auch Verantwortung irgendwie dem Beruf gegenüber. Nix, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Nein, sehr wenig. Von was? Von allem. Reisen ist ein Wunsch, aber fast nicht erfüllbar im Beruf. Ja, ich lese dann halt ganz viel, das sind dann halt meine Reisen. Also ich würde total gerne dieses Jahr nach Georgien fahren. Aber man muss halt schauen, oder in den Iran, da hätte ich auch so gerne, weil ich so viele Freunde aus dem Iran habe. Reisen im Kopf. Reisen im Kopf. Haben wir immer bedauert, wir machen
Familienreisen, ja. Große Reisen auf man miteinander. Mhm. Und die Marie hat nicht mitfahren können, weil sie Proben hat müssen. Man kriegt kaum mehr Termine, ne? Oder zwei noch. So Bilder von allen fünf aus Afrika, zwei Wochen nochmals in Wien. Du lebst jetzt im 8. Bezirk und bist ja total eingespannt. Bis März wird jeden Tag geprobt und gedreht. Und ist irgendwann einmal, ich meine, du bist so jung, du bist 25, aber denkst du an Familie einmal selber? Natürlich, weil ist sonst wäre das Leben so ein bisschen unlustig und unspannend, finde ich. Also ich merke immer mehr, natürlich je älter man es wird, aber dass man irgendwie merkt, ja, irgendwann ist die Decke erreicht an so beruflicher Erfüllung oder da muss es noch irgendwas mehr geben. Wir haben uns geschworen, wir machen uns irgendwo einen Landsitz in der Natur, wo wissen wir noch nicht, gell? Also für die ganze Family. Für alle Family. Vielleicht kommen dann auch Enkelkinder, wer weiß. Bei vier Kindern ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, sagen wir jetzt einmal. Dankeschön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke am Feiertag dir. Für das Danke Gespräch. Euch. Und es war wahnsinnig spannend für mich, dich kennenzulernen. Dankeschön. Ich habe schon viel über dich gelesen und hat mir immer doch früher nur über die, was gehört eben ein bisschen von St. Florian, ja. Aber es war mir echt eine Ehre. Die müde Version. Genau. Jetzt habe ich die echte Version gehört. Okay, danke vielmals, auch dir für das Gespräch. Danke. Dankeschön, Baba. Danke.